Hi Leute, lange nicht gesehen und ja, ich bin's wirklich. Ich glaube, das ist das mittlerweile 100. Video, was ich versuche aufzunehmen für euch. Bin mal gespannt, ob es diesmal klappt. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört und ich habe echt einige Nachrichten bekommen, mittlerweile auch schon private E-Mails sogar, was denn los ist, was bei uns passiert ist, warum bei uns nichts mehr kommt auf dem Kanal. Wenn ihr aber jetzt gerade irgendwie Probleme habt, mir zuzuhören, weil ihr das hier nicht versteht und keine Ahnung habt, was hier gerade passiert ist, dann könnt ihr gerne einfach mal hier auf dieses Video klicken. Das ist das erste Video von meinem neuen Kanal. Da könnt ihr erfahren, was mit meinen Haaren passiert ist und warum ich das gemacht habe. Jetzt möchte ich euch aber erstmal so ein bisschen erklären, warum ich die ganze Zeit keine Videos mehr gepostet habe, warum es so ruhig geworden ist bei uns auf dem Kanal. Und ja, es wird eine Weile dauern. Ich hoffe, das wird kein Abschiedsvideo. Ich bin nämlich, was das angeht, wirklich seit den letzten 7-8 Monaten echt unentschlossen, ob ich weitermache oder nicht. Im Moment ist es so, dass ich es einfach nicht einschätzen kann. Aber ich erzähle euch erstmal, was passiert ist. Vielleicht, ja, könnt ihr es dann so ein bisschen besser nachvollziehen. Die letzten Videos habe ich gemacht vor ziemlich genau einem Jahr, wo wir im Urlaub waren, wo wir den Chico gerettet haben und ihn bei uns im Rudel aufgenommen haben. Und die erste Zeit, nachdem ich aufgehört habe, Videos zu machen, war es eigentlich hauptsächlich, weil ich mich auf den Chico konzentrieren wollte, ihn sozialisieren wollte, ihm die Welt zeigen wollte und das ein bisschen schwierig war, das gleichzeitig mit dem Film zu machen. Deswegen habe ich da erstmal aufgehört zu filmen, habe aber zeitgleich trotzdem noch für den Kurs, den ich für euch erstellen wollte, weiter gefilmt. War auch locker bis zu 60% durch damit, also ich habe ihn echt schon fast so weit gehabt, bis dann eine wirklich Tragödie passiert ist, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat, und zwar ist der Floki vom Fahrrad angefahren worden. Und er lag wirklich 2 Wochen in der Tierklinik und wir wussten nicht, ob er es schafft oder nicht. Der hat den Reifen vom Fahrrad direkt hier hinten an den Hinterkopf bekommen und hat den ganzen Schädel gesprungen gehabt. Der ganze Schädel war gebrochen. Man konnte das auch nicht mehr operieren, weil bei so einem kleinen Hund war keine Chance. Und dementsprechend war dann mein ganzer Fokus erstmal auf dem kleinen Floki. Und nicht wirklich auf YouTube und Videos machen, und ja, meine Muse ist immer weiter in den Keller gesunken in der Zeit. Wie der Kleine sich aber dann wieder berappelt hatte, also ihm geht's gut, keine Sorge, ihr Lieben, er ist quietschfidel. Er hat leider ein kleines Handicap davon mitgetragen, ist auf einem Auge jetzt blind, er hat einen riesengroßen toten Winkel, man merkt das manchmal noch, dass er so mal gegen die Wand läuft oder so, weil er es einfach nicht einschätzen kann, wie breit die Tür ist. Aber ansonsten geht es ihm gut. Er hat seinen Lebenswillen nicht verloren. Er ist immer noch so fröhlich und aufgeweckt, wie ihr ihn aus den Videos kennt. Und ja, auch die Sorge, die ihr alle hattet, dass ich eventuell einen der Hunde abgegeben habe oder dass irgendwas nicht funktioniert und ich vielleicht alle Hunde abgegeben habe oder so, ist nicht der Fall. Sie sind alle noch da. Sie leben alle noch bei uns. Und es geht ihm gut. Also da braucht ihr euch erstmal keine Sorgen machen. Als wir uns da so wieder fast ein bisschen aufgerappelt haben, ist der nächste Schicksalsschlag bei mir passiert, weshalb ich wieder keine Motivation gefunden habe zu filmen. Und zwar ist meine Beziehung in die Brüche gegangen. Ich war 10 Jahre lang in einer Beziehung und wir haben Familie gemeinsam gehabt, wir haben gemeinsam Kinder gehabt. Ihr habt es ja auch ein bisschen in den Videos gesehen. Und das hat mich natürlich auch sehr aus dem Konzept gehauen und dementsprechend musste ich da auch erstmal wieder zu mir selber finden und habe einfach gemerkt, dass ich gar keine Muse mehr habe. Mittlerweile ist es so, dass ich natürlich, ich liebe die Hunde, ich liebe den Alltag mit den Hunden und ich liebe auch das Arbeiten mit den Hunden. Ich helfe privat immer noch Menschen mit ihren Hunden zurechtzukommen in ihrem Alltag und gebe da immer noch Hundetrainingsstunden. Aber jetzt kommt das große Aber, warum meine Muse irgendwie nicht zurückzukommen scheint, ist,
dass ich mich durch diese ganzen Sachen, die passiert sind, sehr verändert habe und derzeit einfach privat mit ganz anderen Themen mich beschäftige. Ich schaue ganz andere Videos auf YouTube und die Arbeit auf dem Kanal hier hat einfach sich nicht mehr wie meine Passion angefühlt, sondern wie ein Job. Ja, und ich habe einfach genau an dem Punkt gemerkt, dass ich was anderes machen muss, weil ich einfach privat aufgehört habe, mich darüber zu informieren. Bei mir läuft alles, im Training komme ich super klar, aber ich habe irgendwie nicht mehr den Drang gehabt, mich die ganze Zeit privat mit dem Thema Hundeerziehung, Kommunikation, Verhaltensweisen zu beschäftigen, weil ich einfach das Gefühl habe, auf dem Level, auf dem ich es brauche, angekommen zu sein und ich mich mit was Neuem beschäftigen möchte. Das bedeutet nicht, dass das alles weniger wert ist, dass ich da keine Lust mehr drauf habe oder sonst was. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich die Zeit mit meinen Hunden wieder mehr genießen können, indem ich es nicht als Arbeit ansehen muss, sondern wirklich einfach die Zeit genießen kann, ohne was erklären zu müssen, ohne ja, damit arbeiten zu müssen. Und es tut mir wahnsinnig leid für euch, für alle, die diesen Kanal so gern geschaut haben, für alle, die gern teilgehabt haben an unserem Alltag und an unseren Situationen. Es hat mir riesen Spaß gemacht, das mit euch zu teilen. Aber jetzt gerade bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich mich mit anderen Themen in meinem Leben beschäftige und wo ich einfach Lust habe, euch mit auf die Reise zu nehmen. Ich werde diesen Kanal deshalb nicht schließen, also die Videos bleiben alle für euch erhalten, ihr könnt euch die alle weiter angucken und euch daran erfreuen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, hier, wenn ihr schon alle kennt, deabonniert ruhig, da kommt nichts mehr. Ich möchte mir die Option einfach gerne offen lassen, falls ich merke, dass die Muse mich auf einmal wieder packt und ich Lust habe, da Videos zu machen. Das muss ja nicht immer ums Thema Hundeerziehung sein, das können wirklich ja einfach auch Alltagsthemen sein. Wenn ihr darauf zum Beispiel Lust habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder Fun Facts, einfach irgendwelche lustigen Sachen. Ich habe auf jeden Fall im Moment ja meinen Fokus auf anderen Dingen gerichtet und möchte euch die Chance geben, daran teilzuhaben. Deswegen habe ich auch den neuen Kanal ins Leben gerufen. Und wenn ihr Lust habt, weiter dabei zu sein, mich auf meiner Reise weiter zu begleiten, dann könnt ihr gerne mal hier vorbeischauen in dem Kanal. Und ansonsten danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, für eure lieben Kommentare und fürs Zuschauen, fürs Teilen, dass ihr einfach bei Me & Me Dog TV dabei gewesen seid und mitgeholfen habt, gerade das Bild von dem Kangal ein bisschen positiver zu gestalten. Das war ja mein Hauptanliegen, als ich den Kanal gegründet habe, dass ich zeigen wollte, dass die Hunde keine bösen Kampfhunde sind, sondern wirklich auch normale Hunde sein können. Das ist mir gelungen. Die Mia ist mittlerweile 3 Jahre alt und ist wirklich ein Goldschatz. Wie gesagt, wenn mich die Muse packt, nehme ich euch auch gerne nochmal mit auf den Gassigang und zeige euch einfach nochmal ein bisschen, wie sich alles bei uns entwickelt hat. Aber derzeit ist das einfach nicht drin. Ich möchte mich jetzt auf was anderes fokussieren und deswegen habe ich jetzt auch nochmal den Mut zusammengenommen, dieses ja, Abschiedsvideo sozusagen für euch zu drehen erstmal. Vorläufig auf jeden Fall. Ich möchte nicht endgültig Bye-Bye sagen auf dem Kanal. Ich will mir die Option, wie gesagt, offen halten. Und freue mich ganz, ganz arg, wenn ich einige Gesichter von euch auf meinem neuen Kanal wiedersehe und lesen darf. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und genießt eure Hunde.